Hallo? Hallo, hallo? Ist mein Gefährt zu leicht? Wird das nicht als Auto enthabt? Hallo! Ich hab Hunger! Oh! Ich habe euch gar nicht gesehen da drüben, Leute. Ich habe jetzt neu bei Five Guys angefangen. Nein, natürlich nicht, Leute. Die Burger müssen mich zuerst überzeugen, bevor ich einen neuen Job anfange. Ich bin auf der Suche nach dem besten Veggie-Fastfood-Burger. Hast du eine Empfehlung für mich? Da steht die Veggie-Sandwich. Es ist gegrillte Zwiebel, gegrillte Pilze, Paprika. Magst du Scharfes? Ja, ja? Wenn es dazu passt. Dann ich empfehle dir die gegrillte Jalapenos. Es ist nicht so scharf. Okay, perfekt. Okay, Freunde, zuallererst gibt es was zu trinken. Ein geiles Cola, irgendein fancyes Limette. Wir nehmen Kirsche. Okay. Es ist so geil. Es schmeckt geiler, als ich es in Erinnerung hatte. Und das erinnert mich gerade richtig an New York. Weißt du noch, Steve? Das war voll nice. Da waren wir auch bei Five Guys, Leute. Er hat mich jetzt tatsächlich alle schwarzen Sachen hier auf den Burger packen lassen. Dann hat er erst gecheckt, dass ich alles nehmen muss, was er sagt. Ich habe euch nämlich auf Instagram Folgendes gebeten. Mir eure liebsten, besten Veggie-Fast-Food-Burger zu schreiben. Und einige meinten, ich soll zu Five Guys gehen. Was mir gerade erst auffällt, nach dem ersten Bissen, der Burger ist falsch rum zusammengesetzt. Da ist eigentlich der Sesam und alles. Und sie haben den so drauf. Ist das Absicht? Oder ist es ein Fail? Aber wie schmeckt der jetzt endlich? Ganz gut eigentlich, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir nämlich bei Grilled Cheese irgendwie ein bisschen einen dickeren Käse vorgestellt als nur zwei dünne Scheiben Cheddar. Also das ist einfach so dieser Scheibenkäse, der auch auf dem Cheeseburger drauf ist. Nur, dass da halt auch noch Fleisch ist. Aber für das eigentlich nichts drin ist, außer die Tomaten und der Salat mit ein bisschen Käse, schmeckt es eigentlich ganz geil. Steve, was sagst denn du zum Burger? Ich hätte noch irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet. Vor allem, es gibt wirklich geile Grilled Cheese Sandwiches. Probieren wir jetzt mal die Pommes noch. Die sehen ganz geil aus. Die haben so eine richtig nice Gewürzkruste. Okay, wow. Das sind, glaube ich, so ziemlich mit die geilsten Pommes, die ich bei einer Fastfood-Kette je probiert habe. Die reißen das gerade ziemlich raus. Alles in allem finde ich 7 Euro ein bisschen happig, ehrlich gesagt, für das, was drin ist. Aber was man denen zugutehalten muss, man kann so viele Zutaten da reinpacken, wie man will und sich das komplett selber zusammenstellen. Das ist schon was Besonderes für Fastfood-Ketten, würde ich sagen. Also für den Burger gibt es von mir 4 von 10 Punkten, würde ich sagen. Aber für das Ambiente und diese mega nette Mitarbeiterin, sowas habe ich sonst nur in New York erlebt bisher, gibt es 10 von 10. Also insgesamt eine 6 von 10. Bin gespannt auf euren nächsten Vorschlag. Wir sind hier gelandet, liebe Freunde, bei Peter Pane. Peter Payne. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube aber fast, dass das ein Abkömmling von Hans im Glück ist. Zumindest die Karte erinnert mich sehr daran. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Bescheid wisst. Die Auswahl sieht jedenfalls schon mal mega, mega geil aus. Vegetarische und vegane Burger gibt es hier 16 unterschiedliche. Ich bin gerade am Überlegen zwischen dem Crunchigen und dem Held. Die haben nämlich beide solche geilen Cornflakes-Krusten rundherum. Wobei ich hier gerade Guacamole mit Mango-Chutney lese. Und ich glaube, hiermit ist die Entscheidung getroffen. Wenn der nur halb so geil aussieht wie auf dem Bild, dann raste ich aus, Leute. Hallo, grüß dich. Und zwar bitte den Held, den veganen. Und so, liebe Freunde, sollte ein richtig leckerer Burger aussehen, wenn ihr mich fragt. Das ist so das krasse Gegenteil zu gerade eben. Können wir einmal bitte nebeneinander den Vergleich einblenden? Okay, danke, wir haben genug gesehen. Wow, geil. Richtig geil. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, das ist Hühnchen oder so. Vor allem auch die Kruste, die macht einen riesen Unterschied einfach in dieser Konsistenz und im Geschmackserlebnis. Außen perfekt cross on point, innen schön soft. Es ist sicher einer der besten veganen Burger, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Ich würde sagen, Service sehr nett, Ambiente super schön. Sie haben ganz viel mit Holz und mit so Seilen, ein ganzer Vibe da drin. Dieser Burger kostet hier 9,90 Euro. Wenn ich das allerdings mit den 7 Euro vorhin vergleiche, könnte der ruhig noch teurer sein für die Qualität. Ich würde sagen, 10 von 10 Punkten für alles hier. Leute, jetzt brauche ich erstmal eine kleine Burgerpause. Ich habe in der Zwischenzeit auch recherchiert. Hans im Glück und Peter Pan hatten offenbar jetzt einen riesen Rechtsstreit, weil die einen gemeint haben, sie wurden kopiert von den anderen, beziehungsweise wurde einfach nur der Name umbenannt von einigen Lokalen, die so eine Franchise-Kette waren. Ich muss sagen, ich selber dachte halt auch, dass die zusammengehören. Also, aber who am I to judge? Wir sind beim nächsten Spot. Burger King. Kein anderes habt ihr so gefeiert wie das hier. Also ich bin sehr gespannt. Hallo? Hallo, hallo? Ist mein Gefährt zu leicht? Wird das nicht als Auto erkannt? Hallo!
Ich hab Hunger. Okay, wir fahren jetzt einfach weiter vor. Hallo, ich hätte bitte gern einen Halloumi King und den Veggie King. Gibt's nicht? Nein. Und Veggie King? Ja, dann nehme ich den. Haben Sie einfach beinhart den Halloumi King nicht? Der Veggie King wurde sowieso öfter genannt, also kein Drama. Ich hätte nur gerne zwei Burger für euch verkostet, aber gut. Oh, sieht geil aus. Taste Test. Wow, das ist der Wahnsinn. Das ist so cremig und soft und außen aber knackig. Oh mein Gott. Und für 3 Euro noch was? Kann man das echt machen als fleischlose Alternative? Also eins kann ich euch sagen, Leute, dieses Video macht mir richtig Spaß. Wenn ihr Bock habt, dass ich öfter mal so Food-Sachen verkoste und Videos drehe, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert unbedingt mal, was ich als nächstes durchtesten soll. Bis zum letzten Bissen ist die Kruste da drin crunchy. Von mir gibt es 10 von 10 Punkten. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass McDonald's da mithalten kann. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Mc's gelandet. Das hier ist die Auswahl, also Wraps, Salat und wir nehmen natürlich den Burger. Und ich bin mit dieser Lieben hier. Was haben wir hier? McChicken. Den Real Deal quasi. Ich habe hier das Gegenstück dazu. Ich finde, der kann sich schon ziehen lassen. Mahlzeit! Sehr spannend. Ich habe was komplett anderes erwartet. Nämlich so ein Soja-Vegan-Schnitzel-mäßiges Hühnchen. Das hier sieht nur aus wie Huhn, ist innen aber eher wie so ein Falafel-Patty aus Gemüse. 7 von 10 Punkten. Friends, guess what? Ich drehe gerade ein neues Video und es müssen noch 2 Burger rein. Okay, Leute, sehr, sehr viele empfehlen auch geheimtippmäßig Subway. Die haben wohl richtig geiles künstliches Hühnchen. Gewürzgurken, Salat, Tomaten, Zwiebeln. Ja, und Mais soll auch noch drauf. Und bei den Soßen Sweet Onion. Da habe ich gerade noch gegoogelt, was am besten passt. Und für 5,95 kann man das doch mal machen. Jetzt bestellen wir noch das Gegenstück, das so ein bisschen weniger Fastfood-Vibes hat von Swing Kitchen. Da habt ihr mir durch die Bank den Vienna Burger empfohlen und ich habe jetzt schon so Hunger und freue mich drauf. Einmal die legendären Süßkartoffelpommes. Mal gucken, ob ich die alle noch runterkriege. Und hier haben wir noch den, oh, wirklich wunderschönen Burger. Sieht das nicht saugeil aus, Leute? Und guckt mal. Oh Gott, jetzt ist mir fast alles zerfallen. Aber guckt doch mal dieses Patty hier an, Leute. Mahlzeit. Das ist ein geiler veganer Burger, auf jeden Fall. Es könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr Soße sein. Gerade weil das Brot so dick ist, das wird das locker aufsaugen und dann so ein bisschen weniger trocken noch sein. Aber wow, da schmeckst du noch, das ist alles frisch und geil. Sorry nochmal an dieser Stelle für alle, die mich hier so fressen sehen. Aber ich kann euch keine ehrliche Einschätzung geben, wenn ich das nicht so richtig mampfen kann und so richtig... Wisst ihr, was ich meine? Pezi weiß auf jeden Fall Bescheid. Du wirst wahrscheinlich sogar vegan essen. Der isst halt einfach alles, wirklich. Bin gespannt, wann Subway endlich ankommt und ob das dem noch Konkurrenz macht. Also gebt mal Gas, die Lieferdauer ist schon doppelt so lang wie auf der Homepage angegeben. Gerade aufgegessen und es ist da. Wir haben den letzten Veggie-Burger für eine relativ lange Zeit. Und warum sitze ich hier auf dem Boden? Wow, Leute, das da drin sieht halt übelst aus wie Huhn. Richtig geil. Rand ist ein bisschen aufgeweicht, aber das ist völlig okay, weil es ist auch viel Soße drin und das lieben wir. Mittlerweile ist es schon stockdunkel draußen, oh mein Gott. What am I doing with my life? Ziemlich geilen Scheiß. Denn ich entdecke gerade einen Burger, Sandwich, was auch immer, nach dem anderen, das ich in Zukunft als vegetarische Option essen kann. Oh, es ist original wie Huhn. Das ist richtig crazy. Also wenn ich Veganer wäre, ich würde das sofort schreiend aus dem Fenster werfen, weil ich mir denken würde... Da muss eine Verwechslung vorliegen. Hä? Nein, Meatless Chicken. Aber Kim, was ist denn jetzt dein Ranking? Leute, ich würde sagen, das hier sind meine persönlichen Favoriten. Ich bin froh, dass nur eine Enttäuschung dabei war. Ich kann auch euch da draußen ermutigen, ab und zu zumindest mal Veggie-Tage zu machen. Das ist eine coole Challenge. Man lernt neue Gerichte kennen. Und ich mache es auch seit Jahren immer wieder, aber ich habe auch so meine Phasen, also mir muss Ernährung immer Spaß machen. Ich will da keine Zwänge draufhauen oder irgendwas. Lasst mir auf jeden Fall jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Seht das als Zeichen, euch wieder mal einen Burger zu gönnen. Und in meinem neuen Vlog, da kommt nämlich jeden Samstag ein zweites Video hier von mir auf YouTube. Und bis dahin, bye!